Hallo, heute aus dem Hamburger Hafen. Ja, was Sie da hinter mir sehen, das ist die Baustelle unserer Elbphilharmonie. Ein künstlerisch hoffentlich erfolgreiches Projekt, auch wenn der zukünftige Intendant, Herr Liebensäuter, ja im Abendblatt und auch auf 90,3 einige sehr kritische Bemerkungen gemacht hat. Aber finanziell bereits ein großes Fiasko für unsere Stadt. Das heißt nicht, dass wir nicht den Atem dafür haben, aber man muss auch deutlich machen, es kann nicht sein, dass ständig die Kosten explodieren, dass nicht mit offenen Karten gespielt wird und der Bürgermeister, ja bildlich gesprochen, die Hosen nicht runterlässt und nicht wirklich sagt, was dort falsch gelaufen ist und welche Kosten für die Allgemeinheit, für die Steuerzahler entstanden sind. Aus meiner Sicht kann es keinen Automatismus geben, dass wir ständig Steuergeld automatisch nachschieben, und von daher muss der Bürgermeister jetzt mal die Zahlen auf den Tisch legen und deutlich machen, welche Kosten kommen auf uns zu. Ansonsten zur Lärmsituation hier. Ja, es ist kein Kindergarten, der hier Krach macht, sondern natürlich im Hafengebiet. Gerade das letzte Tröten, das Tuten, das war die Queen Mary II, die unseren Hamburger Hafen verlassen hat. Ja, und links von mir, das ist ein großer Transporter für die japanischen Autos, die nach Hamburg angelandet werden. Auch da hört man, das macht eben Krach. Soweit erstmal von dieser Stelle. Eine gute Woche. Bis dann. Tschüss.